So, dann sagen wir die Maria Bartkowski mit ihrem Piranha. Ja, Frau Bartkowski, das hätte ich dem Piranha jetzt beim Auflaufen nicht zugetraut. Sehr schöne Sache. Freifolge und Schlussgleichgültigkeit. Und sehr gut, hier arbeitet er uns mit einem freudigen Eindruck und sehr präzise mit. Der erste Winkel rechts macht er ein bisschen weit auf. Sitz aus der Bewegung war vorzüglich. Schöne Übungsentwicklung, direkte, konsequente Ausführung, Hörzeichen, Abschluss ohne Beanstandung. Ablegen aus den Orten mit herankommen, ein sehr gut. Schöne Übungsentwicklung in beiden Gangarten, Hörzeichen direkt und konsequent angenommen. Schneller, freudiger Zulauf. Im Abschluss hier stößt er etwas die Hundeführerin. Stehen aus dem Laufschritt ein sehr gut, Übungsentwicklung in Ordnung, Hörzeichen direkt angenommen, Zulauf schnell und geradlinig, im Abschluss leicht Schritt vor. Bringen auf ebener Erde ein sehr gut, schnell hin, gut auf, schnell zurück, im Abschluss etwas mehr vorsitzen, Endgrundstellung leicht schräg. Bringen über die Hürde, leider ein Mangel ab, der reißt die Hürde um, das braucht man dem Hund gar nicht zu. Aber den Apport zeigt er hin und zurück, insofern noch eine gute Teilbewertung. Bringen über die Schrägwand ein vorzüglich, dafür schnelle Arbeit, hier wohl in der Endkurve. Leicht schräg vor. Voraussenden mit Hinlegen, ein Mangel nach Führungsentwicklung noch in Ordnung. Laufen insgesamt etwas geradliniger zeigen. Im Abschluss, dann kommt das Problem eigentlich, dreimal Hörzeichen in der Wertung werden gegeben. Hund führt nicht auf, er sitzt, legt sich kurz an, steht aber dann auf und verlässt die Position. Ablegen unter Ablenkung, ebenfalls mangelhaft, der sitzt von Anfang an. Insgesamt befriedigend, 79 Punkte.